Moin Leute, Rules hier und ja, willkommen bei einem weiteren Commentary von mir. Heute gibt es Team Deathmatch auf der neuen MW3 Map Terminal, beziehungsweise alten MW2 Map. Ja, und bevor ich zu meinem Thema komme, möchte ich mich ganz herzlich und super ganz herzlich bei über 1000 Abonnenten bedanken. 1006 oder so müssen es jetzt, glaube ich, sein, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Auf jeden Fall richtig krass, das gab so eine richtige kleine Abonnentenwelle, die auf einmal dazugekommen ist und ich habe wirklich keine Ahnung, wo die herkam. Also, ja, wer jetzt neu dazugekommen ist, so kann mir bitte mal in die Kommentare schreiben, warum auf einmal so viele gekommen sind oder wo ihr halt, von wem ihr geschickt wurdet, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass plötzlich so viele auf einmal mein Channel so gefunden haben, einfach mal so, ne? Jetzt muss irgendjemand ein bisschen gepusht haben oder sowas und ja, ich weiß nicht, wer das war und sowas, deswegen würde ich mich bei demjenigen dann gerne ein bisschen bedanken, ja, bevor ich dann als Arschloch oder so dastehe, ne? Auf jeden Fall bitte mir das einmal schreiben. Wäre auf jeden Fall super, dass ich mich da bei demjenigen bedanken kann. Ja, auf jeden Fall seht ihr hier Terminal MW3 ist heute Morgen, glaube ich, um 10 Uhr rausgekommen. Zumindest so ist das in London um 10 Uhr rausgekommen. Also vermute ich einfach mal, dass das in Deutschland halt auch um circa 10 Uhr rausgekommen ist. Ja, habe ich ein bisschen gezockt dann, ein paar Team Deathmatch und sowas. Erstmal dauert das natürlich stundenlang, bis man endlich mal ein scheiß Terminal-Spiel findet, ne? Insofern, das nervt schon manchmal, weil die Lobby, das Suche dauert ewig, obwohl, keine Ahnung, warum das so ist. Also es müssen ja massig Leute eigentlich Terminal schon runtergeladen haben. Erstmal müssen das ja gestern schon die ganzen Elite-Leute runtergeladen haben. Und ja, heute halt die ganzen Free-User. Mal gucken, also ich verstehe nicht, wieso das dann so lange dauert, diese Scheiße zu suchen. Ja, auf jeden Fall finde ich. Die Map sieht anders aus. Einfach anders. Und zwar scheiße, finde ich. Also, ja, das möchte ich. Also, ich bin irgendwie gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits finde ich Terminal einfach, ja, geil, weil die Map ist geil strukturiert und so. Aber sie passt nicht in MW3 rein, finde ich. So, das Spiel habe ich gerade vor ein paar Minuten erspielt, ja. Das war so einfach mal das erste Spiel, was ja halbwegs gut gelaufen ist da auf der Map, ne? Ich wollte einfach das Erstbeste eigentlich nehmen, was halbwegs anschaubar ist, ne? Ja, die Map, diese Texturen, die sie da aber neu raufgeklatscht haben und sowas, ich finde, Terminal, das verliert einfach das, was es hatte in MW2. Warum ich es so gemocht habe. So, dieses Farbenfrohe hat es verloren, ja, also. Ich weiß nicht, das ist alles jetzt so wieder in Schwarz-Weiß und alles wieder ein bisschen grau geworden, so. Ja, ich weiß nicht. Außerdem passt es allgemein nicht zum Spiel MW3, weil es ist so krass verkämt, sage ich euch. Es war wirklich 5 Minuten, nachdem ich diese Map schon gespielt habe, war ich ohne Scheiß am Schreien. So schnell ging das, glaube ich, noch nie bei mir. Sonst brauche ich eine halbe Stunde, dann fange ich langsam an, wütend zu werden. Aber nach 5 Minuten habe ich schon das erste Mal rumgeschrien, weil oh, es ist richtig schlimm, ey. Das, ja, ich habe erstmal halt versucht zu rushen. Ihr seht, in diesem Spiel rushe ich auch nicht, wie sonst immer. Das ist, weil es geht auf der Map einfach nicht. Es geht nicht. Es sind einfach zu viele, weil das sind fast so ein bisschen so Erster Weltkriegs-Style, so Barrikadenkämpfe. So, das eine Team kämpft so hinter der. Campt hinter dem einen Deckungsdingens und das andere halt hinter der anderen. Und dann wird sich halt von einer Seite zur anderen immer bekriegt. Bei dem Gameplay ist das ein bisschen anders, das ist fast ein bisschen gespawnt, aber ihr seht auch, wie die sich alle erstmal ins Flugzeug campen. Das ist wirklich so, keine Ahnung, das ist so instinktiv schon für die, dass sie sich ins Flugzeug campen müssen unbedingt. Das ist so, wie ein Neugeborenes irgendwie instinktiv anfängt zu atmen. Ist das, die sind auf Terminal und instinktiv campen die sich ins scheiß Flugzeug. Ja, und irgendwie. Es ist richtig zum Kotzen irgendwie. Also es hat mir auf jeden Fall nicht viel Spaß gemacht, ja. Weil man kann einfach nicht rushen. Es hat das verloren, was man gemacht hat in MW2. Es passt einfach in MW3 nicht rein. Und mich würde auch mal richtig krass interessieren, wer die Map Terminal zu The Fan Favorite Map gemacht hat. So wie es in MW3 drin steht. Weil, ich weiß nicht, gab es eine Abstimmung wie auf Twitter oder sowas, was ich nicht mitbekommen habe, weil ich weiß nicht, wer da für Terminal gestimmt hat, für die Fan Favorite Map. Weil ich kenne so viele, die sagen, ja, Terminal ganz nett. Oder sogar ganz cool, ne? Den meisten gefällt Terminal, ja, aber es ist nicht die Favorite Map. Und derbe viele hassen diese Map auch übertrieben wegen den ganzen Tubern. Ja, ich weiß nicht, vielleicht weil die Tuber so stark fehlen, ist die Map auch nicht mehr so. Ja, interessant, so diese Action, die da so abging, ist glaube ich einfach weg, so, weil jetzt können die Leute unbeschwert campen, ohne dass sie weggetubt werden und das nutzen die irgendwie voll aus. Also, es ist auf jeden Fall richtig schwul zum Teil und ich habe richtig frustrierende Kacke schon erlebt, ne? Oh, richtig schlimm zum Teil, Mann.
Aber ja, ich würde euch trotzdem empfehlen, ladet euch die Map einfach mal runter und vielleicht, wenn ein paar mehr Leute da sind oder sowas, vielleicht wird es dann auf jeden Fall besser. Also das waren auf jeden Fall die ersten Eindrücke aus den Spielen. Mir hat es eigentlich gar nicht gefallen, das zu spielen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich im Moment ein bisschen abgefuckt von MW3 bin, aber so, ich habe mich gefreut halt auf Terminal und Terminal zu spielen und ich finde, es sieht aus wie Terminal, es klingt wie Terminal, aber es ist für mich nicht irgendwie Terminal. Es ist einfach irgendwie anders, ja. So, ich meine, seht euch allein an, wie das alles aussieht, so in Schwarz-Weiß gestaltet und die Farben nur so ganz blass. Das gefällt mir einfach gar nicht. Naja, ich hoffe, wie immer natürlich, dass euch das Commentary gefallen hat. Ihr könnt mir eure Meinung zu Terminal, wenn ihr schon gespielt habt oder halt noch nicht, und nur vom Ansehen her natürlich in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall interessieren. 25 zu 1 geht das Spiel aus und Leute, ich würde sagen, haut rein.